Ja, hallo, schön, dass Sie reinschauen. Mein Name ist Axel Bischoff von Gelegenheit 24 und dieses Video hat den Zweck, einige Fragen zu beantworten, die ich in den letzten Tagen erhalten habe. Und zwar geht es darum, dass wir immer wieder gefragt werden, warum denn das Basistraining so lange geschlossen ist, beziehungsweise warum man dann nicht mehr ganz so viel von uns momentan hört. Und ja, ich möchte Ihnen gerne diese Frage beantworten. Zum einen sehen Sie hier, wenn Sie hinter mich auf unsere Internetseite schauen, dass der Marco sich momentan damit beschäftigt, Ihnen zu zeigen, wie man ganz einfach und ganz puristisch auf zeitbasierten Charts verschiedene Situationen findet, die man dann auch handeln kann. Und das hier im Speziellen auch mit CFD und Forex. Wir haben gerade uns in den letzten Monaten mit dem CFD und Forex-Markt beschäftigt, weil wir eine Möglichkeit gefunden haben mit dem Ninja Trader, diese Märkte jetzt auch handeln zu können, testen und prüfen diese. Und ja, da kommt einfach das Thema auch bei raus. Und da man hier mit einem kleinen Risiko handeln kann, macht es ja auch Sinn, auf höheren Zeiteinheiten zu handeln, weil man auch mal eine Position über Nacht stehen lassen kann oder eine Position ausbauen oder länger laufen lassen kann in einer Swing-Trade-Position oder in einem Swing-Trade. Okay, also was Marco macht, das sehen Sie ja. Ich sehe gerade, da kommt gerade ein Fehler. Was Marco macht, das haben Sie ja schon dann auch in den Artikeln gesehen. Und ich möchte Ihnen heute erzählen, was wir beziehungsweise was ich mache, womit ich mich beschäftige. Und das ist zum einen einen Weg zu finden, indem ich Ihnen ja zeigen kann, wie sich der Markt verhält. Sie sind jetzt ein bisschen überrascht wahrscheinlich, wenn Sie hinter mir dieses Chart hier sehen. Dort sehen Sie keine Kerzen, keine Kurse, denn das Einzige, was Sie sehen, sind letztendlich volumenbasierte Informationen. Dort ist ein Volumenprofil drauf und die gelben Striche zeigen halt eben an, wo an diesen Tagen das höchste Volumen bei welchem Preis gehandelt wurde. Sehr interessante Sache, weil sich daraus halt eben Trends und Cluster-Situationen auf hohen Zeiteinheiten abzeichnen, die man dann später auch handeln kann. Also diese Vorbereitung dient einfach dafür, den Markt zu verstehen und zu erkennen, wo wir uns gerade im Markt befinden. Und das nächste, was ich mache, ist einfach, auch da zeige ich Ihnen mal einen Chart. Ich beschäftige mich hier eben mit dem Thema, wie man mit einem Indikator oder zwei Indikatoren in diesem Falle die Marktstärke betrachten kann und herausfinden kann. Und dazu nutze ich unseren Defender und einen weiteren Indikator, der auf dem Volumen basiert ist. Also wie sich das Volumen verändert, wie sich eben die Stärke der Käufer und Verkäufer verändern. Und wichtig ist hier, dass man nicht zwei Indikatoren verwendet, die auf der gleichen mathematischen Grundlage basieren. Der erste Indikator ist unser Defender, der ganz stark auf den Preis, Zeit und Momentum beruht. Und der zweite Indikator beruht eben auf dem Volumen und Preis. Und das sind eben zwei unterschiedliche Informationsquellen, die genutzt werden. Und wenn diese Indikatoren in die gleiche Richtung laufen, also das gleiche aussagen, dann bestätigt der eine Indikator den anderen im Prinzip. Aber letztendlich ist das nichts anderes als wie eine Betrachtung der Vergangenheit. Was viel wichtiger ist und mit dem ich mich auch noch beschäftige, ist die Betrachtung der Zukunft bzw. das Marktverhalten der Marktteilnehmer. Und wenn Sie den Kurs Traden Lernen sich mal angeschaut haben, dann werden Sie gesehen haben, dass ich dort schon sehr stark mich mit Trendlinien, mit Kanälen und so weiter beschäftigt habe. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Spiegelbild der Marktverfassung. Mit Markt meine ich die gesamte Gruppe von Käufer und Verkäufer. Und ich bin der Überzeugung, dass wir hier an der Börse genau das sehen, was wir im täglichen Leben auch immer sehen. Dass sich eben die Marktteilnehmer so verhalten, wie sich eben Marktmenschen verhalten. Ich gehe davon aus, dass alle Marktteilnehmer eben Menschen sind. Und jetzt müsste eigentlich von Ihnen der Einwand kommen, indem Sie sagen, ja Moment, da gibt es ja auch Maschinen, die automatisch handeln. Ja, das ist richtig. Es gibt die großen Handelshäuser, die eben Maschinen haben, die automatisch handeln. Aber auch diese Software wurde vom Menschen programmiert und spiegelt letztendlich nur das menschliche Verhalten wider. Das heißt, hier hat
ein Trader oder eine Gruppe von Tradern einem EDV-Mann gesagt, bitte die Maschine soll das tun, wenn das passiert. Und das basiert auf dem Verhalten von Menschen. Und so sieht man das auch im Markt. Und wenn wir uns jetzt mal hier dieses Chart anschauen, dann sehen wir im Prinzip in diesem einen Bild, das ist zwar ein 5-Minuten-Chart, spielt aber keine Rolle, anhand der Kerzen eigentlich alles das, was man auch im täglichen Leben sieht. Wenn Sie jemanden beobachten, der das, was er tut, wirklich beherrscht, also kann, ein professioneller Handwerker ist, ein professioneller Arzt oder was auch immer, der wird an seine Aufgabe mit viel Selbstbewusstsein herangehen und wird die ohne Zögern durchführen, wird die ohne Wenn und Aber zu Ende bringen. Und genau das sehen wir in dem Markt, wenn Käufer sich ganz klar sind, ganz einig sind und selbstbewusst sagen, der Markt ist zu billig, wir müssen hier den oder wir wollen den Markt nach oben treiben, wir wollen den Preis erhöhen. Das sehen Sie, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel in dem Chart schauen, können Sie das anhand des Marktverhaltens hier ablesen. Da sehen Sie ganz starke bullische Kerzen, langer Körper, wenig Dorte, keine Korrekturen, keine Shortkerzen dabei. Alles das, was eben das Selbstbewusstsein der Käufer ausdrückt. Danach sehen Sie hier in dem Bereich eine Phase, wo die Käufer sich nochmal überlegen, reicht das jetzt? Wir ruhen uns mal aus, wir lassen mal immer mehr Verkäufer wieder in den Markt reinkommen und dann beginnen wir wieder zu kaufen. Und wir sehen dann als nächstes eine Phase, in der eben dann die Käufer wieder, also malen ist nicht meine Stärke, wo die Käufer dann wieder, die grüne Linie könnte ich mal wegmachen. Moment. So, wo die Käufer dann nochmal zeigen, wie stark sie sind und hier dann aber ein Ende schaffen. Das heißt, hier ist dann die Long-Bewegung zu Ende und die Verkäufer übernehmen so langsam das Ruder. Sie sehen also hier in dem Bereich, ich nehme das mal wieder weg, in dem Bereich hier, wo man den Schatten sieht, den Marco ja momentan sehr stark verwendet. In diesem Bereich sieht man einfach, dass da die Unentschlossenheit größer ist, dass da sich weder die Käufer so ganz sicher sind und auch die Verkäufer sich nicht sicher sind, aber die Käufer immer stärker werden. Und das sieht man eben auch anhand der Kerzen. Und wenn man solche Kerzen sieht, die so stark sind, die solche entweder auf der einen Seite bullischen Körper oder wie jetzt hier bärischen Körper hat, dann sollte man nicht über einen Short gehen nachdenken oder über ein Handeln in die andere Richtung, sondern sollte jede Korrektur dazu nutzen, um in die richtige, in die Trendrichtung zu handeln. Und dann gibt es noch die Phasen, wo sich der Markt einfach nicht sicher ist. Das sind solche Seitwärtsphasen, die gerne auch hier im Schatten angezeigt werden oder halt eben solche Phasen hier, wo wir zwar einen Trend haben, einen fallenden Kanal, einen steigenden Kanal, aber die Körper relativ klein sind und die Dorte groß sind, beziehungsweise sie haben einen starken bullischen Körper, dann kommt wieder ein bärischer Körper, dann kommt wieder ein bullischer Körper, dann wieder ein bärischer Körper. Also hier ist der Markt sich nicht ganz sicher, also nicht ganz schlüssig, in welche Richtung es gehen kann. Und hier haben wir dann genau die Situation, dass es in beide Richtungen laufen kann. Für all das möchte ich natürlich die Indikatoren entwickeln, sodass Ihr Blick dafür nochmal zusätzlich unterstützt wird. Und das ist die Arbeit, die wir gerade zurzeit eben machen. Es ist nicht ganz so einfach, den persönlichen Blick für den Markt in einen Kurs, in Lernvideos, in Artikel oder ähnliches zu bringen. Denn vieles hängt halt eben auch von der persönlichen Erfahrung ab und es sollte ja so transportiert werden, dass wirklich jeder, egal ob Anfänger oder Profi, etwas damit anfangen kann. Und das ist gerade der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Dazu kommt noch, dass wir eben das Thema CFD im Forex-Markt ganz intensiv uns anschauen, schauen, ob das, was der Forex-Broker hier verspricht, auch erfüllt wird und ob die Kombination aus Ninja-Trader und Forex dazu geeignet ist, dass Sie dort auch anlegen, dass Sie dort eben Ihr Geld verdienen. Ja, das wäre es soweit von mir erstmal.
Dies als kleinen Zwischenbericht unserer Arbeit. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt darauf, was dabei rauskommt und wie das für Sie sich entwickelt. Ich würde mich freuen über Kommentare oder Feedbacks oder Daumen hoch, aber auch Daumen runter. Wenn Ihnen irgendwas dabei nicht gefällt, ist natürlich auch Kritik immer hilfreich und bringt uns auch weiter. In dem Sinne, wie immer, wünsche ich Ihnen alles Gute, halten Sie Ohren steif, machen Sie es gut, passen Sie auf Ihr Konto auf und bleiben Sie uns treu. Bis dahin, Ihr Axel Bischoff.